Ja, und später nachher. Du hast vielleicht was da nicht. So wie er vorher war. Mhm. Und da ist die Frau, die rum spazieren könnte. Ah, oh, habe ich gesagt, das ist sicher schwarz. Ich gehe mal hin. Ich schätze mal, ob sie mich noch kennt. Naja, dann ist sie vorbeigekommen. Da wollte sie erst vorbei und da habe ich sie auch gesprochen. Also sind sie die Frau Schwarz? Ja. Habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob sie mich noch kennen. Ich habe während dem Krieg habe ich bei Schwarzer gewohnt. Mein Name ist Stein. Ach, hat sie gesagt. Das ist meine Schwägerin, hat sie gesagt. Ja, aber wie geht's dir dann? Oh, hat sie gesagt. Es geht dir sehr, sehr schlecht. Na, man hat ja, die haben doch das, die haben zu mir mal geredet, haben es gesagt, also das Mädel schon damals, bei dem ich da gewohnt habe, verloren. Das ist wohl, was ich da sage. Sagt sie, ja, das war schlimm. Aber was jetzt passiert ist, das ist noch viel schlimmer. Wir haben noch einmal einen Junge gekriegt. Und da hat sich vor vier Wochen hat einen Autounfall gehabt, täglich verwirkt. Hm. Ist nicht ansprechbar, die Frau hat so gesagt. Man hat sie viel über die gesehen. Ja, die haben das erzählt. Wollen die wirklich sagen, auch die haben da drin.
Da kennt sie nichts, die Oma, ne? Ein Hausfriedensbruch hat sie gehört. Das war später Mütterheim, das ist Krankenhaus da hinten. So. Das war Krankenhaus. Ja. Und was Mütterheim, jetzt ist auch den Aussiedler drin. So. Ich bin seit... Der Herr Schwarz und der Nebel Schwarz. Wohnen Sie in der Schwarz? Nein. Ist Arne noch der Gänse Schwarz? Nein. Das ist der Herr reingekommen. Weiter? Oder was war das, ist das Krankenhaus vielleicht? Das muss das gewesen sein da hinten. Das ist ja, liegt ja etwas erhöht am Bein. Ja, ne? Ja. Auf alle Fälle. Ich habe ein Foto gemacht. Ja, machen wir weiter. Ich habe da das Klavier in die erste Stufe. Da steht noch der Lokschuppen, ne? Barei war doch auch da unternehmen. Ja, die Gerberei, das ist da hinten die alte Fabrik, wo die Soldaten eben davor saßen. Die, gell? Ja, das war die richtige Kaserne, ne? Ja. Das Kaserngebäude. Gebäude, ja. Da war später dann eine Gerberei. Willst du noch von dem? Nee, da bin ich fertig. Kannst du was anderes? Ist der scheinbar. Hier ist der Eingang zum Lager und das ist also hier hinten noch größer, ne? Ja. Das sieht man gleich vom anderen Bild noch besser. Von hier oben ist es dann mal runter aufgenommen. Wie lange wohnen Sie dort? Ich wohne 35 Jahre jetzt. Was? Ja. Haben Sie das Haus gekauft jetzt? Ja. Es war doch einer Genoss. Das hat staatliche Bau- und Bodenbank hat es gehabt. Ja. Ach gut. Es ist ja ein schönes Haus. Das ist jetzt von dem Berg von oben hierher zu uns hier rüber. Das ist also von der Seite, wo hier das Mütterheim ist, das Krankenhaus. Da ist die Kaserne. Ja. Und da drüben ist der Lokschuppen. Und wir sind dann hier hinter diesem Hügel. Das ist der Hügel hier. Weiter? Ja, und da oben auf dem Pflegischen Platz vom Haus, da oben. Ja. Und da bin ich ausgegraben. Und da haben wir ein bisschen Sachen neu wieder zugemacht. Und Gras oben drauf. Ja. Und wie wir es dann holen wollen, war es leer. War es leer. Nichts mehr drin. Ja, nun, hier waren viele Leute drin, wie ich gehört habe. Also von ihnen war ich jetzt nichts. Da waren aus dem Dorffabrik noch nicht drin. Nee, ja. Das war das Krankenhaus. Ja. Und zwar haben wir Das erkennt man jetzt halt alles auch ein bisschen anders. Es ist alles zugewachsen da. Wir haben auch einen Anbau hier dran. Ne? Ja, ja. Das ist da hinten das große Gebäude am Bayer. Und das ist die alte Kaserne. Ne? Das ist, wo sie meinten, die Gerberei. Das ist ja, wir haben bloß nicht so lange da gewohnt. Da sind sie wieder zurückgekommen, die Franzosen. Ja. Da mussten wir wieder fort, wenn alles und alles stehen lassen. Wie? Kannst du noch so ein bisschen die Geschichte von deinem Klavier erzählen, ne? Ja, das und bin ich, wie ich war, dann evakuiert. Dann habe ich mich dann direkt nach Ludwigswinkel entlassen. Ah ja. Von der Amerikaner. Ja. Das sagt immer die Geschichte.
Das war das, die zwei, das Bibelche und das. Pferd wie ein junger Gott, ja. Bitte? Pferd wie ein junger Gott. Thank you.
vor dem Westportal des Doms steht auf einem Sockel aus Steinquadern eine riesige Schale, der sogenannte Domlappen. Denkst du, wie ein Denkmal? Da ist ein Schneidegerät dran, das wird dann abgeschnitten. Vor der läuft nichts, kein Pass mehr. Was? Kommt aus dem Sauerland und hat auch so große Füße. Ich glaube es. Ja, die musst du aber dazu auch mal filmen, guck dir das doch mal. Da kommt das Frau mit Kraft, die muss sonst wieder durch die Pyrenäen. Schön. Der Giebel wurde mit seinen runden und geschwungenen Formen 1891 erneuert. Beeindruckend ist die Innenausstattung der Kirche aus dem frühen 18. Jahrhundert. Was hast du vielleicht? Ein Eiskaffee. So richtig schön Trennkost. Schmeckt aber nicht so. Guck mal, ist schon vom Kopf. Come on.
Ja, dann geht mal weiter. Thank you.
Habe ich schon gemacht? Ja, Brau ist halt ein feines. Was uns heute der Name Stein begegnet ist, das ist schon der Wahnsinn. Professor Dr. Günther Stein. Dr. Günther Stein, Judenhof. Professor Dr. Günther Stein. Hast du vielleicht Vorfahren gehabt? Ich bin reingeschmeckt. Bist du ein Rolling Stone? Ja, du hast auch noch reingeschmeckt. Der Arbeitskollegin hat jetzt keiner mehr, aber Kuba, das ist ein Tschechien, heißen. Und jetzt hat es einen, also das ist jetzt González. Wir haben in Amerika keiner mit dem Mut, dass der irgendwo von der. Und die ersten paar Mal hat sie immer wieder nur bei Kuba gesagt, habe ich gesagt, ich wollte eigentlich mit der Frau González sprechen. Ja, das ist sehr schön.